So, Freunde, Kanu-Fun-Sport, jeden Tag ein neues Video, zumindest solange wir Lust haben. Hier ist der Polestar Freedom 10.8, den haben wir gerade aufgebaut mit einem Kunden zusammen. Der wollte den mal sehen und morgen kommt wahrscheinlich schon der Herr, der dieses schöne Boot abholen will. Der 10.8 Pro ist ein Sit-on-Top mit einem Tretantrieb. Warte mal, ich muss mal hier was ablegen. Dann kann ich das auch mal zeigen. Hier schön drehen und unten ein Propeller. Dadurch geht das Ding voran. Hier kann man super bequem sitzen. Diesen Tretantrieb, den kann man logischerweise hochklappen, wenn man an Land fährt. Also hier Gedöns auf. Das Ding aufklappen, den Propeller unten gerade stellen und hoch damit. So sieht das dann aus. Wir wollen jetzt aber natürlich fahren. Das heißt, wieder rein ins Wasser. Zack. Ja, das Ding ist 3,28 Meter lang, hat oder ist mehrkielig, also der hat 1, 2, 3 Kiels da unten. Hier ein Steuer, was aus Aluminium ist, also eloxiert, richtig gut. Hier vorne kann man sehen, ich bewege hier gerade mal hinten das Steuer. Und da kann man dann also sehen, dass da vorne gelenkt wird. Gleiche Nummer nochmal hier. Zack. Genau. Da gibt es sogenannte Boondocks für, also so ein Landing Gear. Da kann man hier in die Schrauben, in diese Schienen, kann man so ein Räder reinschrauben, die man dann nach unten klappt. Das Ding kann man dann also hinter sich herziehen. Hier jede Menge Stauraum, hinten, vorne, volle Pulle, alles Griffe zum Tragen. Ja, Polestar Freedom 10.8, hier in einer besonders schönen Farbe, Blau Camo.